Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier mit einem erneuten Faktenvideo über Kirby heute mal. Unseren kleinen rosa Ball, der ja wohl vermeintlich mit zu den kinderfreundlichsten Charakteren im Nintendo-Universum gehört. Oder doch nicht? Das schütten wir heute raus, denn ich habe, wie gesagt, 5 Fakten dabei über Kirby, die nicht so kinderfreundlich sind. Über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr nichts weiteres verpassen wollt, würde ich mich freuen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Los geht's! Bei dem im Jahre 1993 erschienenen Spiel Link's Awakening für den Game Boy gibt es einen Geheimauftritt von Kirby. Erstmal ist dieses Spiel ein absolutes Meisterwerk und falls ihr es nicht gespielt haben solltet, müsst ihr es auf jeden Fall nachholen. Und in dem gesamten Spiel gibt es nur einen Ort in einem Dungeon, wo Kirby auftritt. Und zwar ist er dort ein Feind, der Link sozusagen aufsaugen will und ihn sogar auch Schaden macht. Und es ist auch wirklich dieser Kirby und er wurde auch von Nintendo so als Kirby betitelt, dass Kirby in dem Spiel sozusagen vorhanden ist. Und zwar in einem Dungeon, ihr seht es hier eingeblendet, greift er einfach Link an. Man kann ihn aber töten. Später wurde das sogar von Nintendo nochmal umgeändert und zwar wurde er dann nicht mehr als Ursprung als richtiger Kirby betitelt, sondern dann später als Evil Kirby, also als irgendein böser Kirby, der wahrscheinlich sich verirrt hat in dem Universum und einfach dann dort in Link's Awakening aufgetaucht ist. Die Kirby-Reihe gehört wohl zu den kindlich gehaltensten Spielen überhaupt. Gerade die Kirby's Dream Land-Reihe ist ja wohl sowas von bunt und kinderfreundlich. Aber Leute, in Kirby's Dream Land 3 sieht das alles ein bisschen anders aus. Das Spiel ist erstmal ohne Altersbeschränkung, also ab 0 Jahren, rausgekommen und nachdem man König DDD besiegt hat, kam dann noch ein Gegner. Und zwar ist dieser Gegner auch der Grund, dass das Spiel heutzutage und auch für spätere Releases in irgendwelchen Collections oder sonstiges ab 10 Jahren freigegeben wurde. Also erstmal wurde es auf 0 Jahren gesetzt und dann später sogar nochmal auf ab 10 Jahre sozusagen freigegeben, das Spiel. Denn man kämpft nach König DDD gegen noch einen Gegner und zwar gegen einen riesigen Augapfel, der den Namen Zero trägt. Und warum ist das Ganze so brutal? Erstmal ist es ziemlich verstörend, dann ist es ziemlich dunkel dort. Man kämpft gegen ein Riesenauge, was immer mehr blutet, wenn man es trifft und am Ende löst sich sogar das Innere, also die Pupille aus dem anderen Augapfel raus mit so Blut und sonstiges und das war bis zu dem Zeitpunkt bei Nintendo-Spielen noch nie da gewesen und deswegen wurde es auch dann ab 10 Jahren freigegeben. Ein uralter Kirby-Fakt ist, dass in Kirby's Dream Land 2 für den Game Boy es ein Bonus-Level gab. In Welt 5.5 gab es ein Bonus-Level, wo man sozusagen Dropdown von oben nach unten fällt und dort an Steinen vorbeikommt, Leute. Und viele kennen es schon, diese Steine sind so angeordnet wie eine nackte Frau. Also richtig mit Brüsten, mit den Körperformen, so wie man das halt pixelig mit diesen Steinen darstellen kann. Aber warum hat Nintendo so einen kleinen perversen Joke eingebaut? Keine Ahnung, was haben sich dabei gedacht? Einer der coolsten Charaktere aus dem Nintendo-Universum ist der Charakter Meta Knight. Den feiere ich einfach richtig doll und der ist auch schon unzählige Male gegen Kirby in den Kirby-Spielen angetreten, als ein Gegner sozusagen, als ein Feind. Obwohl er für mich immer nie wie so ein richtiger klassischer Feind gegenüber Kirby jetzt rüberkommt. Das aber mal beiseite gestellt, denn wir haben diesen Charakter so gut wie noch nie ohne seine Maske gesehen. Bis auf ein paar Mal. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie Meta Knight ohne seine Maske aussieht. Und zwar hat er unter der Maske einfach so ganz normale gelbe Augen, die man auch schon durch die Maske immer sieht. Er ist sozusagen nur ein blauer, schwarzer Kirby. Aber wer ist er eigentlich genau? Wir haben ihn jetzt zwar ohne Maske eingeblendet bekommen, aber wer ist Meta Knight? Ist er der Bruder von Kirby? Hat er irgendeine Verbindung zu Kirby? Warum will er seine Identität immer verschleiern und sich nicht zeigen? Und warum ist er das einzige Wesen in diesem Kirby-Universum, was genauso aussieht wie Kirby, bloß in einer anderen Farbe? Fragen über Fragen. Schreibt mal eure Meinung dazu bitte in den Kommentarbereich. Und als letztes zu den dunklen, beziehungsweise nicht so kinderfreundlichen Fakten, die ich heute mitgebracht habe, habe ich einen Fakt, beziehungsweise ein kleines Geheimnis, was nicht jeder weiß von über Kirby. Und zwar, in den originalen japanischen Spielencovern ist Kirby einfach so, wie er auch normalerweise sein soll. Einfach fröhlich, immer mit einem fröhlichen Gesicht, einem Lächeln. Aber in den amerikanischen Versionen der Spielecover, wurde Kirby einfach komplett umgeändert. Ihm wurden fast immer so böse Augen gemacht und ihm wurden irgendwelche Waffen in die Hände gedrückt, die er eigentlich normalerweise gar nicht in der Hand hat. Warum, Leute? Ganz einfach, um das einfach besser auf dem amerikanischen Markt zu verkaufen und da kann man einfach nur sagen, typisch Amerika. Ja, Leute, das war's mit den Kirby-Fakten, die ich für heute mitgebracht habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.